So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu RimWorld. So, nachdem wir letzte Folge hier gut unsere Wunden geleckt haben und uns hier die ganzen an Unterernährung sogar jetzt schon sterben, die Enten, das ist natürlich echt schlecht. Das heißt, wir müssen hier echt dringend wegtragen. Weil an Unterernährung sterben, das ist doof. Also an dieser Grippe sterben, okay. Aber an Unterernährung sterben, nee. Deswegen bitte hier mal schön Reis hochbringen. Das ist nämlich doof sonst. Und die fressen das hier natürlich alle weg wie Sau. Ja, ich weiß. Das ist nicht gut so. Ja. Sterben, das ist toll. Alle sterben rum. Die dumm. Die sterben alle an Unterernährung. Komm, trag schon mal 75 Reis weg. Das reicht aber nicht. Das sind einfach zu viele. Wir müssen unbedingt verkaufen. Cat ist traurig. Warum denn? Keine Ahnung, jetzt nicht mehr. So, nochmal was hochbringen. Dass ihr euch mal ein bisschen... Da liegen nur Leichen rum. Es wäre halt super, wenn die das auch fressen würden. Ja, komm, wir lassen jetzt einfach ein paar sterben. So ein, zwei Stück, ne? Mehr sind's ja nicht. Ja, ich tue mich jetzt auch gar nicht mehr drum kümmern. Ihr überhört am besten das Geräusch. Was bei Melissa ist, was schief gegangen hier. Das geht ja gar nicht. Was war das gerade? Ah. Fischi hat das versucht. Und bei dem geht's noch ein bisschen. Der Glaube ist schwieriger irgendwie wie das andere. Guck mal, die haben schon alles leer gefressen. Es sind zu viele. Wir brauchen dringend einen Händler. Bitte Händler, komm, kauf mir meine Enten. Will hier jemand eine Ente kaufen, dann aber schnell. Ach, hier oben, das wird auch mal gebaut. Das hatten wir ja schon Ewigkeiten. Melissa kümmert sich endlich mal drum, dann werden die Sachen hier auch wieder repariert. Ja. Stellt euch vor. Oh nein, da ist eine Ente gestorben. Ente 94. Und mal wieder müssen wir Wu behandeln. Das habe ich mir fast gedacht. Fischi, bevor du jetzt hier anfängst zu kochen, mach erstmal bitte sauber. Das wäre super. Oh, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Wo ist denn Melissa? Kannst du das mal eben kurz reparieren? Ein wilder Mann. Ja, wir. Du bist ja voll der Künstler. Ladenjugendlicher. Ja, aber den lassen wir einfach wild bleiben. Wenn er das will. Oh Gott, die sterben jetzt alle. Wenn sie unterernährt sind, ist er ja echt doof. Ja, das ist wirklich doof. Wenn die wenigstens ihre eigenen Leute essen würden, wäre ja super. Wie geht's denn unseren Dromedaren? Die sind nicht unterernährt. Die sind alle schwanger. Alle schwanger. Dass da jetzt noch keine Seuche ausgebrochen ist zwischen den ganzen Entenleichen. Ich hoffe, dass irgendwelche Enten überleben, dass wir wenigstens noch Enten haben. Aber im Moment haben wir noch genug Enten, würde ich jetzt sagen. Also da sehe ich jetzt gerade keine Probleme. Und der Reis wird jetzt, ist jetzt auch fertig, Gott sei Dank. Das bedeutet ja, dass da oben auch wieder Reis hinkommt, ne? Auch wenn das Entenküken gestorben ist. Es tut mir leid. Oben wird aber jetzt auch wieder was hingetragen. Zwischendurch mal. Guck mal, hier haben wir nur zwei hungernde Tiere. Eine Besuchergruppe, auch toll. Entenküken 16 hat Hunger.
Also dann aber mal flotti. Machen sie jetzt? Ah, die Hochzeit von Sam und wem? Sam und Ben. Na, wenn es sein muss, ne? Kann man machen. Sam ist ja weiblich. Ach so. Ich vergaß. Hätte ja auch. Es wäre auch egal gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, ja. Mal schöne Hochzeit. Juhu. Und jetzt haben die auch ein Bett zusammen. Jawohl. Schon wieder etwas gespart. Etwas Platz gespart. Das ist top. Wenn man die dann verheiratet, dann läuft das. Ach, guck mal, hier oben fehlt auch die Tür. Sehe ich da gerade. Können wir auch nochmal Schiefertür. Oh, das ist ja Granit. Schiefertüren hier bauen, komm. Falls hier nochmal irgendwie Flüchtlinge kommen. Oder sonst was. Aber das hier sollte ja eigentlich mein Labor werden, mal irgendwann. Vor ein paar Folgen. So, Affe ist vollständig geheilt. Auch gut. Ja, wir können mit denen was handeln. Sollen wir mal gucken, was die so haben? Sam? Komm, lauf doch mal kurz hier raus. Handel mal mit blaue Wildente. Vielleicht wollen die ja ein, zwei Hühner kaufen. Ja, verlass doch jetzt, wartet doch kurz. Danke. Oh, die haben ja richtig Geld. Aber wollen leider keine Hühner kaufen. Naja, dafür aber so Kram. Das kann man loswerden hier. Sowas. T-Shirts und so. Kopftuch kaputtes. Hier die Iquas. Braucht kein Mensch. Messer. Knüppel, Messer. Ja. Ansonsten will ich eigentlich nichts verkaufen. Und wir können hier noch so einen Umhang verkaufen. Dann haben wir ein bisschen Gold gemacht. Silber. Ist ja Silber. Halt, Sam. Nimm das doch mal bitte mit. Bevor dann wieder einer hier den ewigen Weg laufen muss. Oh, was ist das denn? Ein Denkmal. Nö, baue ich dir nicht. Ich baue keine Denkmäler. Machen wir nicht. So, Melissa hat das gemacht. Sehr gut. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich aber bald keinen Platz mehr hier bei dem Ding. Und wir können die noch ein bisschen erweitern, die Zone. Das kann ja hier sein. Hier ist ja auch noch Platz zwischen den Gräbern. Dass wir da noch so ein paar Leichen hinlegen. Wuh. Achso, der schläft wieder. Der schläft immer, anstatt zu essen. Ah, da haben schon wieder so viele Hunger, dass der Reis halt so schnell weg ist. Da kommt keiner hinterher. Fischi tut ein bisschen kochen. Ja. Eine Hitzewelle, das ist gar nicht gut. Da müssen wir gucken, dass wir uns ab und zu mal hier in den Kühlkammern aufhalten. Und ich muss sagen, dass die Kühlkammer jetzt auch schon ein bisschen weniger geworden ist. Wobei, naja, gut. Da ist trotzdem noch genug Zeug. Und der Reis ist jetzt gleich fertig abgebaut. Das heißt, das Feld wird neu bepflanzt. Und irgendjemand holt dann bitte hoffentlich auch den Reis. Hier oben wird Trockenfutter gemacht. Das ist auch wichtig. Ist halt auch sofort weg, ne? Die schnabulieren so schnell weg. Der Reis. Kannst gar nicht gucken. So schnell. Langeweile. Fischi. Du kannst da mal jemand bekehren, mal wieder. Wie sieht's denn bei Cat aus? Da waren wir doch dabei, oder? Aber ach, das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Aber wir könnten versuchen, Affe schnell zu bekehren, oder? Ja, der soll sich jetzt erstmal kurz ausruhen hier. Der soll mal erstmal sich erholen und dann schauen wir mal, wie das so ist. Wenn Sam die ganzen toten Enten hier bringt. Und hier sind schon einige wieder am Verhungern. Und wir haben wieder ein Jagdrevier gefunden. Das ist total toll. So, wie warm ist es denn? 42 Grad. Bis jetzt hat aber noch keiner eine Hitzewelle. Hitzschlag. Eine Hitzewelle haben wir. Aber einen Hitzschlag hat noch keiner. Aber es ist schon wieder sehr dreckig.
Aber wir brauchen jetzt echt auch Leute, die da hier den Reis bringen, sonst sterben die alle. Und Sam macht das gerade gut. Sam macht das gut. Dann haben wir nämlich hier gleich voll mit Reis. Melissa hilft auch mit. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder den Wu, der Hunger hat. War da klar. War ja klar. So, das ist toll. Melissa geht immer hoch, bringt eine tote Ente mit und bringt ein bisschen Reis, damit die was zum Frühstücken haben. So, jetzt sind wir doch hier ganz gut. Mal erstmal, das müssten wir doch erstmal über die Runden kommen. So, und Fischi. Fischi, warum ist dir langweilig? Dann entspann dich doch mal. Jetzt kocht da was. Kannst du den bekehren? Mal eben schnell, damit der mal schneller zu uns kommt. Sehr schön. Glaube 37 immerhin. Stutzt er den Baum. Was kann ich ihm denn noch anbieten zur Entspannung? Ich meine, ein Pokertisch. Aber pff, Pokertisch aus. Was haben wir denn hier? Granit. Das sieht doch bestimmt lustig aus. Pokertisch aus Granit. Brauchen wir trotzdem 25 Holz. Aber pff, wenn ich den da hinmache, man braucht ja auch noch Stühle und so, ne? Also es geht ja nicht anders. Und ich kann dem doch nicht sagen, dass er sich entspannen soll. Das muss er ja selber machen. Der kann ja machen, was er will. Ich könnte ihm höchstens sagen, hier, entspann dich mal. Komm. Nur kurz, mal gucken, was passiert. Fischi. Fischi. Ist das denn auch entspannend für dich? Nee, zufällig nicht. Trägt Beeren. Isst was. Kocht. Also so. Der will gar nicht entspannen, ne? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Der macht alles, aber nur nicht entspannen. Er hat Angst vorm Entspannen. Ja, jetzt. Ach, jetzt spielt er mal Hufeisen werfen. Ja, hallo, Fischi. Ja, moin. Ach, die Ente ist tot. An Unterernährung. Ja, Fischi ist stimmungstechnisch nicht auf der Höhe. Jetzt kocht er wieder. Ruht sich aus. Ja, wir lassen den einfach mal weitermachen. Ich weiß sonst nicht, wie ich den jetzt mal runterkriege. Hier wird Reis angeschleppt die ganze Zeit. Ich hoffe, das Heu ist mal bald fertig. Dann gibt es wenigstens wieder Heu. Heu, 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 Loch, leise. Ach, jetzt hab ich. Das wollte ich gar nicht, gell? Hier eine Steintür bauen. Das sollte eigentlich eine Holztür werden. Naja, gut. That's it. Halb so wild jetzt. Hier ist auf jeden Fall noch genug Nahrung, um über die Runden zu kommen. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass mal wieder ein Händler kommt und der richtig viel Geld mitbringt. Während hier die ganzen Tiere verschimmeln. Eieieiei. So, Affe ist bei 36%, glaube. Der Glaube von Frank ist von 100% auf 99% gefallen. Ne? Das ist nicht so schlimm. So, und die Hitzewelle macht denen heute gar nichts aus. Ha? Die sind alle total entspannt. Keiner hat irgendwie einen Hitzschlag. Das ist gut. Und Fischi hat sich auch wieder gefangen. Ha? Ja, jetzt besuchst du mal ein Grab. Das entspannt. Aber es macht überhaupt keinen Unterschied, ne? Ob ich ihm jetzt sage,
Hier bist du entspannt oder? Also dann entspannt er sich nicht komplett. Dann macht er halt irgendwas. Naja. Beeren sind im Lager verdorben. Ja, das ist ja das Problem bei der Hitze, dass die Kühlung hier nicht ganz ausreicht. Lahaida. Melissa. Ja, du kannst mal kurz das machen, aber danach hätte ich gerne, dass du mal kurz hier durchwischst. Sehr schön, danke. Aha. Auf 96% ist das gefallen bei Melissa auch recht. Weiß nicht, ob ich die Leute, die hier schon sind und einen anderen Glauben haben, jemals bekehren kann. Dass das ausreicht, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt aber auch viel Holz. Das bedeutet, wir könnten auch noch ein bisschen hier. Nee, ich würde es lieber sammeln. Holz, das tue ich ja hier. Ja, das darf hier hin. So, Schlappmütze hergestellt, auch gut. Ist fertig. Und Dromedar ist schon wieder trächtig. So, hier gibt es wenigstens ein bisschen Trockenfutter. Ah, dann ist wieder Heu, das ist gut. Einfach nur Heu hinlegen ist wahrscheinlich sogar besser. Hä? Guck mal, das wird richtig wegschnabuliert. Kommt noch ein bisschen Reis dazu. Oh, einfache Mahlzeit verdorben. Jetzt wird's kritisch, wenn es draußen so warm ist. Und die Sachen verschimmeln. Jetzt hat es hier auch noch Zit gemacht. Feuer. Feuer, Leute. Danke, 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 danke. Da kommen sie doch. Oh, das Heu brennt. Das brennt natürlich auch sehr gut. Das Heu. Alle mal mithelfen, dass das nicht ganz weg ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, jetzt sind wir wieder bei Minus, aber das ist natürlich jetzt durch die Entladung extrem schwierig, da Minus gerade zu halten, wenn kein Wind da ist. Und bei so einer Hitzewelle, da ist halt einfach windig. Es könnte ruhig mal wieder Wind kommen. Zumindest so ein bisschen, dass die Kühlung läuft. Oh, hier ist total warm drin. Hier auch viel zu warm. Hier ist es zwar fast 20 Grad, 16 Grad und da ist so knapp an der Minusgrenze. Das reicht. Das ist gut. So, Frank kocht. Aber wir tun unseren kompletten Reis hier den Tieren hinschmeißen. Ich glaube, ich nehme mal den Tieren die Eier weg. Ne? Also das heißt, die befruchteten Eier. Guck mal, sind 25 Eier. Die schlüpfen in einem halben Tag. Boah. Ne, komm, ich will auch irgendwie mal. Interessiert mich mal, was passiert. Ja? Also das sind ja jetzt so viele Tiere. Ich meine, wenn sie sterben, dann sterben sie halt. Ist so. Ach, du beerdigst da oben noch jemanden. Na dann. Ist ja auch in Ordnung, sonst sieht man da wieder Leichen. Ja, da ist doch noch irgendwo. Da sind doch noch Leute hier oben. Genau, der hier. Und hier sind Nummer zwei. Walz. Der war gut. Der war gut. Fischi ist einfach. Ah ne, jetzt geht's ihm schon wieder besser. Also, und der ist mir auch noch wichtig hier, dass der jetzt endlich mal bekehrt wird. So, jetzt haben wir wieder Strom. Trotzdem reicht das hier nicht aus. Und hier auch nicht. Es ist draußen mit 41 Grad zu warm, als dass wir das hier kühl halten können. So, die königlichen Tributeintreiber. Na. Ja, interessiert mich jetzt gerade nicht. So, das Heu ist auch mal geerntet. Da muss es nur noch jetzt irgendjemand hier rübertragen. Und Affe. Ich will den Affe haben.
Hitzewelle ist vorbei. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir dann hier wieder Minusgrade hin. Ja, sehr schön. Minus 1, minus 7, minus 8. Jawohl. Sehr gut. Ach, der ist hier schon wieder verschmutzter Bereich. Der nächste, wo hier kommt, der muss mal eben kurz putzen. Na, wer kommt? Kommt keiner jetzt angelatscht hier? Hier los jetzt. Ah, hier. Lucy. Ah, nee, du bekehrst bitte Affe. Das ist wichtiger. Ja, bla, 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 bla. 26%. Aber dann gehst du jetzt mal hier kurz mal die Küche putzen. Wir brauchen echt einen, der putzt. Endlich. Endlich. Auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich nicht sag ich mal, die wieso macht... Achso, ja, die machen das halt, weil sie erst den Baum machen. Ja, verstehe, verstehe. Aber Lucy ist schon eigentlich die, wo... den besten sozialen Wert, ne? Deswegen soll die mal hier mit denen handeln. Waffenhändler, ja, Ich habe hier jetzt ein bisschen Kram zum Verkaufen, aber... Mal gucken. Tja, Medizin kaufen? Nee. Jump Packs. Das hier brauche ich nicht. Plasmaschwert. Ist halt sauteuer. Leco Mio 3000. Monoschwert. Ja, die sind bestimmt gut. Sturmgewehr. Das wäre vielleicht wirklich eine Überlegung wert. Die Helme lassen wir mal. Aber so ein Sturmgewehr kann man sich kaufen, finde ich. Sturmgewehr geht. Wer hat denn hier noch eine beschissene Fernkampfwaffe? Die ist nicht so prickelnd. Aber mit der Pistole ist er noch schlechter. Aber ich wollte... Ich schau da lieber mal auf die Bio. Fischi ist nämlich noch, auch noch ziemlich gut im Schießen. Weil dann würde ich eher sagen, Cat nimmt das andere Ding. Das heißt, Fischi, du bewaffnest dich mal. Nee, Lucy. Lucy hat gar keine Waffe, ne? Aber Lucy ist jetzt auch nicht so der Bringer. Dann nimm du lieber mal den Knüppel. Und dann soll Cat... findet sich auf der Durchreise. Cat soll dann die Pistole hier, die MP halt von Fischi nehmen. Genau. So. Und die Pistole, die könnte ja Lucy nehmen. Ne? Die hat ja jetzt nur einen Knüppel, da hat sie wenigstens eine Pistole, komm. Nimm du die Pistole, lass den Knüppel da liegen. Alles wird gut. So, was haben wir hier? Ein Gefangener der Fraktion Union der Iobal konnte ein Funkgerät stehlen und dich anfunken. Violette Eule wird in einem Lager nahe Lumpival von bewaffneten Wächtern festgehalten. Wenn du sie rettest, wird sie sich deiner Kolonie anschließen. Sie ist eine 50-jährige Försterin. Sie sagt, dass dort ein gegnerischer Außenposten ist, der von 4 Gegnern bewacht wird und möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Ja, das muss ich ja... Nee, ich will jetzt keine Karawane irgendwie schicken, Rettungsaktion. Nee. Ich muss mich hier gerade echt um meinen eigenen Gedöns hier kümmern. Und zwar... Putzen, Tiere versorgen. Es war ja nett, diese Karawane, aber ich hätte gerne eine Karawane, die Tiere... kauft. Die tun sich ja hier unkontrolliert weiter vermehren. So, wir haben so viel Holz. Ist doch echt die Überlegung, ob wir nicht noch mal hier eine Reihe zumindest machen. Nee, so nicht. Stopp mal. So. Ich weiß nicht, was los ist. Hier abbrechen.
Wieso bist du weg? Ich hab's drauf, gell? So, das heißt, wir machen hier die Türen, weil wir ja so viel Holz haben. So, und hier die Fallen. Weil wer weiß, was noch kommt. Lieber jetzt, wie... dass wir es nicht haben. Fischi ist langweilig. Also Fischi, du könntest ja im Grunde... Sollen wir mal bei dem Sam... Nee, wer hat so das Problem hier? Sollen wir dem mal Gesundheit predigen? Mal gucken, was passiert. Komm, jetzt machen wir mal. Predige einen kranken oder verletzten Personen moralische Stärke mithilfe der Vorstellung deiner Ideologie. Diese Fähigkeit beschleunigt ihre Wut und Immunisierung. Komm, wir machen das einfach mal, weil Wu hat ja allen möglichen Mist am... Ach so. Geht nicht, weil er eine andere Ideologie hat. Das ist natürlich doof. Da kann ich dir da nicht helfen, Wu, mit deinen Parasiten und Würmern und Gedönsel, was du sonst noch hast. So, und wir müssen aber irgendjemand zum Putzen verdonnern. Es ist einfach... So, pass auf, wenn ihr nicht den Baum stutzt, dann putzt ihr, bevor ihr irgendwas anderes macht, weil da sieht's aus und das drückt auf die Stimmung. Genau, die Ash fängt da schon mal an, das ist super. Und die anderen schließen sich da hoffentlich an, da mit zu putzen, weil das gefällt mir jetzt so nicht, dass hier die ganze Zeit dreckig ist. Man muss seine Kolonisten auch ein bisschen mal zur Reinigung erziehen, ne? Zur Ordnung und zur Sauberkeit. Sonst wird das ja nichts. So ist der eine Raum wenigstens schon mal geputzt. So, die ziehen weiter, ist auch recht. Hier sind so viele Knochen, hier ist alles voll mit Enten. alle Entenskelette. Und das geht ja immer ewig, bis die... Ah, ich glaube, wir müssen ein Krematorium machen. Das machen wir, glaube ich, hier hin. Pass auf, das machen wir jetzt so. Dich montieren wir hier hin. Und dich machen wir da hin. Können ja da mal die jetzt erstmal da lassen. Aber das bitte machen. Fischi. Nee, du sollst ja auch nicht forschen. Du sollst das hier machen. So. Das kriegst du hin, oder? Und Cat. Du bringst schnell das Ding hier. So, weil. Das geht so nicht. Das ist tatsächlich bei Produktion, ne? Ja, genau. So, weil das Krematorium, das machen wir jetzt hier hin. Bei den Ofen. Wir demontieren den mal. Vielleicht kann ich den mal verkaufen. Weil dann können wir hier die Tiere... Das ist ja Wahnsinn. Wir haben so viele tote Tiere da und so viele... das muss ja unglaublich stinken. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Kolonisten werden begraben. Tiere werden verbrannt. Das, also tote Tiere, da können wir ja nichts für. Da ist schon wieder eine Ratte hier reingerannt. Auch ganz geschickt gemacht. So, ich glaube, das mit dem Saubermachen war keine schlechte Idee. Da wird jetzt wenigstens ein bisschen geputzt. Der ein oder andere erbarmt sich ab und zu mal zu putzen. Und Fischi geht's einfach nicht gut. Fischi geht's einfach nicht gut. Dem ist langweilig. Ich weiß... Ich kann, aber irgendwie der bringt nichts. Ich lasse das jetzt hier, Gigi. Du bist wirklich, du kannst dich entspannen. Es ist überhaupt kein Problem. So, das Ding, ja, genau. Ziegengeist ist trächtig, auch gut. Melissa kümmert sich um die Fallen. Das ist doch in Ordnung. Und... Du baust jetzt mal eben das Krematorium, dann kann nämlich vielleicht schon einer da anfangen, die Tiere zu verbrennen. Wie lange geht's denn noch bei dir, sag mal, dass endlich dein Glaube fällt?
Man weiß es nicht. Die Hose ist auch fertig. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ja gut. Das war's mal wieder für heute, würde ich sagen. Wir sehen uns morgen. Ich sag mal, macht's gut. Bis dann.